Ich habe da heute mal eine Frage an Herrn Brüderle. Gestern pünktlich zum Tag der Arbeit hat er mal wieder einen losgetreten. Ein einheitlicher Mindestlohn, so sagt Brüderle, sei ja gar nicht notwendig, weil die Leute in der Eifel, die kämen ja auch mit viel weniger Geld aus als die zum Beispiel in München. Zunächst ist die Eifel sehr schön, ich komme nämlich daher, aber da haben die Leute eine Menge Benzinkosten, weil sie weite Wege zurücklegen müssen. Da sind die Strompreise wie überall am Steigen und Heizkosten drücken auch aufs Portemonnaie. Oder anders ausgedrückt, wirklich gut leben kann man doch wirklich mit einem Stundenlohn von weniger als 8,50 Euro nirgends in Deutschland. Wen meint denn eigentlich Brüderle? Welche Region darf es denn noch sein? Ich kann nur sagen, das sollten wir ihn mal fragen. Wen meinen Sie, wenn Sie sagen, dass man mit weniger als 8,50 Euro auskommt? Und damit der diese Frage auch beantworten muss, schreibt ihm auf Facebook.